Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Samstagmorgen. Ein bisschen geregnet hat es heute in der Früh, aber es dürfte ein wundervoller, sonniger, warmer Tag werden. Und vor uns liegt das Halbmondhoroskop, und zwar Sonne im Löwen, Mond im Skorpion. Das klingt schon einmal ganz schön interessant, das könnte schon sehr heftig werden. Und die Zahlen sind auch interessant, passt ein bisschen zum Skorpion. Die 15, 23, 25, nochmals 25, 27, 28, die 10 und daraus resultierend die 1. Es beginnt schon einmal sehr intensiv. Die 15 sagt viel über Sucht aus, über starke Verbindungen zur Materie. Man möchte, was man hier in der Kette auch sieht, man möchte nicht loslassen. Die 23 als Drehpunkt für die nächste Woche, weil das ist ein Wochenhoroskop, bedeutet, dass man eben sich nicht helfen lassen möchte. Also auch hier haben wir ein hohes Ausmaß an Sturheit. Die 15 ist jetzt nicht unbedingt die flexibelste Zahl und die 23 ebenso wenig. Es wird hier geholfen, aber erst in letzter Minute, wenn man sozusagen darum bittet. Die 25 gilt als der Wolf im Schafspelz. Das heißt, man hat viel für andere getan, erwartet sich natürlich eine Gegenleistung, die man dann nicht bekommt, ist beleidigt und reitet dann sozusagen zur Gegenattacke. Also auch, hängt auch irgendwie mit, naja, Sturheit. Ja, man möchte halt nicht über die Gefühle reden, weil das wäre nämlich die Lösung bei der 25. So könnte man es sich leichter tun, dass man den anderen eben sagt, was man sich erwartet, was man sich erhofft vom anderen. Die 27 ist fleißig, arbeitet viel. Hier geht es darum, dass man eben Perfektionist ist und dass man vielleicht zu viel arbeitet. Aber wie auch immer, es wird einiges an Fleiß ohnehin auf uns zukommen, aber in einer anderen Richtung, als wir es bisher beruflich halt wahrscheinlich gewohnt waren. Die 28 als letzte Zahl, naja, 28er, die wollen halt auch nichts verändern, die sind halt ziemlich stur, es soll halt alles so bleiben, wie es ist, und hier haben wir auch starke Energien, vergleichbar mit einer Rüttelzahl. Also das heißt, die 15, die 23 und, naja, die 27, die 25 ist auch, ich meine, das sind jetzt alles ziemlich, wie sagt man, konservative Zahlen. Also man möchte sozusagen die Dinge so, wie sie sind, belassen. Die 10, das Rad des Schicksals, ich habe sie immer als die Sonne bezeichnet, hier geht es eben um den Anfang und das Ende eines Zykluses, und in diesem Fall haben wir es natürlich wie üblich mit beiden Stationen zu tun. Es geht jetzt zunächst aber deutlich spürbar mit einem großen, sehr, sehr großen Zyklus zu Ende. Und natürlich hängt die 10 wieder mit Materie zusammen, und diese Botschaft haben wir in der ersten Zahl der 15 ja auch schon. Es geht hier sehr, sehr stark um das Lösen von der Materie. Naja, sagt sich leicht. Wir wurden ja jahrzehntelang, ich würde sogar sagen über mehrere Generationen, ausschließlich auf materiellen Besitz konditioniert. Und jetzt auf einmal ist es schlecht und böse. Naja, wie auch immer. Die 1 ist der Zeugungsimpuls, das steht für mich für den Planeten Pluto, Machtausübung, Führerschaft. Naja, von mir aus kann man auch Manipulation sagen, auf jeden Fall. Hier sehen wir die 4 Elemente. Stäbe steht für das Feuerelement, Münzen oder Scheiben für Erdelement, Kelche logischerweise für Element Wasser und das Schwert steht für das Luftelement. Also hier sind alle 4 Elemente vertreten. Gut, weiter zum zweiten Teil. Ende.